In Bozen-Taktung unter der Leitung der Tiroler Landtagspräsidentin Sonja Lehl-Rossmann die interregionale Landtagskommission, welche in Vorbereitung auf den Dreierlandtag am 21. und 22. Oktober in Alpbach die Tagesordnungspunkte für die gemeinsame Sitzung festgelegt hat. In der interregionalen Kommission sind jeweils die Präsidenten der Landtage und noch 6 Mitglieder aus dem jeweiligen Landtag. Und wir beraten gemeinsam über die Tagesordnung, über die Anträge und welche auch dann für die Sitzung zugelassen werden. Alle 20 Anträge für die Behandlung im Dreierlandtag sind angenommen worden, darunter auch der Antrag über ein gemeinsames Positionspapier zur Wolfspopulation in den Alpen, der im Vorfeld kontrovers diskutiert worden war. Er wurde in abgeänderter Form auf die Agenda gesetzt. Die Anträge gliederten sich in die Themenfelder Tourismus, Verkehr, Gesundheit, Gesellschaft sowie Kunst und Kultur. Sie alle sind für die drei Länder von Relevanz. So wurden unter anderem Anträge für eine Vernetzung der Jugendzentren, für eine länderübergreifende Fahrradstrategie, zum Ausbau bestehender Sprachförderprogramme, zur Gründung eines Tirol-Museums oder auch für eine verstärkte Kooperation, insbesondere in epidemiologischen Belangen, eingebracht. All das sind Themen und Fragen, denen man gemeinsam natürlich besser begegnen kann als alleine. Also die nächste Sitzung des Dreierlandtags, die am 21. und 22. Oktober in Alpbach, Tirol stattfindet, wird die 30. Sitzung seit der Gründung sein. Wir wollen einmal mehr wohl überlegende und zukunftsorientierte Entscheidungen auf den Weg bringen, die dann an die Exekutive zur Umsetzung weitergeben werden können. Wie bereits beim vergangenen Dreierlandtag 2019 in Meran stehen auch diesmal Leitanträge der Landtagspräsidentinnen und Präsidenten Sonja Lehl-Rossmann, Rita Matthey und Walter Kasswalder am Beginn der Tagesordnung. Diese befassen sich unter anderem mit einer Überarbeitung der Geschäftsordnung des gemeinsamen Landtages, um dessen Arbeitsweise künftig noch effizienter gestalten zu können. Südtirol ist in der interregionalen Landtagskommission durch Landtagspräsidentin Rita Matthey und die Abgeordneten Daniel Alfreider, Sven Knoll, Gerhard Lanz, Diego Nicolini, Hans-Peter Staffler und Carlo Vittori vertreten.